Also wir wollten auf jeden Fall was mitnehmen. Im besten Fall natürlich immer 3 Punkte. Und wir haben 1 Punkt geholt. Mit der ersten Halbzeit war ich absolut nicht zufrieden. Das war keine Leidenschaft. Wir haben sehr viele Zweikämpfe oder eigentlich alle Zweikämpfe verloren. Hatten nur das Glück, dass Hertha trotzdem nicht so viele Torchancen sich kreieren konnte. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt und dann war ich mit der Art und Weise zufrieden, auch wenn es jetzt von unserer Seite jetzt mit Sicherheit kein schönes Fußballspiel war, weil wir sehr viele lange Bälle gespielt haben. Aber in unserer Situation auswärts ist mir das auch egal. Hauptsache, wir haben heute einen Punkt mitgenommen und aufgrund der zweiten Halbzeit fand ich nicht unverdient. Aber was haben Sie den Jungs in der Halbzeit eigentlich gesagt, dass Sie dann da doch relativ stark zurückgekommen sind? Ja, ich war natürlich nicht zufrieden. Ich war natürlich sauer, dass wir die Zweikämpfe definitiv nicht angenommen haben. Also ich meine, das sind die Grundtugenden, das gehört zum Fußball dazu. Und wir sind immer den Ball hinterhergelaufen, wir haben keinen Zugriff bekommen. Und trotzdem kriegst du ein Standardtor. Also auch da war die Mannschaft darauf vorbereitet und dann ist es halt sehr, sehr ärgerlich. Und dann wurde es halt auch mal ein bisschen lauter und die Mannschaft hat das dann sehr gut umgesetzt in der zweiten Halbzeit. Und deswegen bin ich zumindest mit dem Punkt dann zufrieden. Man könnte fast sagen, der Joker, Sebastian Polter, hat dann auch gleich mal getroffen in der 48. Minute. War das so ein bisschen auch ein Ausrufezeichen, was die Mannschaft gebraucht hat? Ja, auf jeden Fall. Wir haben, wie gesagt, die erste Halbzeit waren wir absolut nicht zufrieden. Ja, und ich schließe mich ja immer mit ein, dass wir da nicht funktioniert haben. Und in der zweiten Halbzeit natürlich ist es dann gut, wenn du relativ schnell den Ausgleich machst und die Art und Weise, die Mannschaft hat dann gefightet. Wir haben wenig zugelassen und hatten selber noch ein, zwei Gelegenheiten. Also ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es zumindest vom Chancenverhältnis, denke ich mal, ausgeglichen. Und deswegen, wir nehmen den Punkt gerne mit. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wir haben wieder im Moment einen direkten Konkurrenten, auch wenn ich Hertha, habe ich vorhin schon oder vor dem Spiel gesagt, eine Riesenqualität, was da auf dem Blatt steht. Aber im Moment stehen sie hinter uns und wir sind froh, dass wir den Abstand wahren konnten. Thomas Reis, vielen Dank, schönen Abend noch.